Hose Leute, willkommen zu einem neuen Part von Outlast mit dem Whistleblower DLC. Ja, wir sind mittlerweile im Gefängnistrakt und haben die Penisbrüder wieder gesehen. Ja, meine Lieblingsfreunde nicht aus dem Hauptspiel. Naja, ich hoffe zumindest, dass wir den Kettensägen-Typen entkommen sind. Aber mal gucken. Ich denke mal, dass wir den noch besiegen dürfen. Okay, für was läufst du davon? Okay. Okay. Es gibt mehrere Wege. Okay, es gibt nur noch zwei Wege. Da gehe ich erstmal hoch. Zu wem sagt er das? They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Billy, hä? Huh? Der momentane Wallrider. Okay. Okay, hier kann ich auch rein, sonst wird das nämlich nicht dargestellt werden. Gehe ich doch erstmal unten entlang. Weil vielleicht ist da ja noch etwas Schönes für mich. Vielleicht etwas schneller. Na egal. So. Hier kann ich nämlich noch angehen. Ja, hat sich aber nicht gelohnt, jetzt runterzugehen. Okay. Geil. Also nochmal schön hoch. Und dann gleich hier in die Tür gleich wieder rein. Wo die Typen eben von Wallrider verfolgt wurden. Ja, ich halte mich mal da raus, das ist die Sache. Okay. Alles in Ordnung da? Okay. 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 Mir gefällt sie wieder nicht. Hauptsächlich wegen der Musik. Sieht mir gerade irgendwie richtig aus. Oh ja, ist es auch. Deswegen gucke ich erstmal ein bisschen um. Okay, irgendwas wird ja gleich wahrscheinlich aufgehen. Sobald ich das Funkgerät benutze, also mal erstmal alles zu, was geht. Okay. Die Tür mache ich vor allem auch mal zu. Und dann wagen wir uns mal. Gibt es eigentlich Versteckmöglichkeiten? Nee, ne? Sieht mir schlecht aus. Okay. Funkgerät. Hab's gewusst. Du bist doch wohl bescheuert, du Vollidiot. Autsch. Couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're done talking now. Do me a favor and die here, Park. Nicht gerade klug von dir. Nicht gerade das Klügste, was du gemacht hast. Neues Ziel wäre jetzt. Oh, du, mein liebster Freund, bist da.
Danke. Tür zu. Danke, jetzt kann ich wirklich ein bisschen beeilen können. Aber egal. So, wo lang? Oh nein, falsch laufen. Da. Schneller, bitte, danke. Da ist zu. Was du? Lauf! Okay. Und geht schon weg, er geht schon weg. Er hat schon aufgegeben. Das, was er da schreibt, das haben wir auch mal im Hauptteil gesehen. Wie ist das nochmal? Irgendwas mit down the... Auf jeden Fall sollte man da runtergehen. Down the drain war es, glaube ich. Hier haben wir neue Notizen. Runter, runter, runter. Jemand, der so sehr wie ein Priester aussieht, wie dieser Ort einem Irrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand, redet über Gott, sagt mir, ich sollte keine Angst haben. Wie konnte ich nur... je bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moralgenozid mitmachen. Die Monster, die Murkoff erschafft, der Umfang, mit dem ihre Stiefel leckenden Geschäftswürmer es zu verteidigen. Geschäftswürmer, ja. Ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa, aber sollte ein engstirniger Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair hören. Bevor ich sterbe. Hä? Jeremy Blair? Ach, töten! Nicht hören. Ja, Vernunft und Habgier. Es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Nur entkommen. Ja, dann versuchen wir mal zu entkommen. Ab jetzt. Du bist das. Okay, geht's wohl nicht weiter. Sag mir nicht, dass die Tür aufgeht. Natürlich geht die Tür auf. Ah, ich depp, ey. Another poor soul. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Das ist sogar der Priester. Down the drain. Darf ich jetzt auch den Down the Drain gehen? Ja. Also passiert das quasi während dem Zeitpunkt, wo der Typ auch quasi schon hier ist. Interessant. Ganz ruhig. So, abgehender Profit. Ja, von J. Blair, unserem Arschloch. Betreff Scheinschwangerschaften, echter Profit. Rick, das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Fick dich. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den früheren Tagen von Project Wallwriter mal angeschaut und mir ist etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich haben wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat es was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich. Und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die eigene Sache schwerer unter den Teppich zu kehren. Die ganze Sache, okay. Aber die Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Markt dieser Damen war jenseits von Gut und Böse. Und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von PPM, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung von Project Wallwider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellt sich mir eine Frage. Warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast
unethisch, uns eine solche Gelegenheit und durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig, Jer. Ja, eher Jerk. So, hier kann ich nicht durch. Okay. Hat der mich gemeint? Hat der eben mich gemeint? Wie sehe ich denn aus momentan? Sehe ich auch so aus wie einer von den Typen? Oh, das kann gut sein, weil wir nicht wissen, wie lange wir da gesessen haben. Scheiße. Genau, also das sind alle Stellen, die wir schon relativ am Anfang des Spiels hatten. Also des Hauptspiels. Schon ganz interessant, das gerade nochmal so zu sehen. Quasi bevor wir mit Miles Upshur hier entlang gingen. Gut, die Batterie brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt. Aber gut, dass die da ist. Gut zu wissen, dass die da ist, zumindest. Sagen wir mal das. Okay, hier ist doch alles verrammelt. Das war mit Miles Upshur nicht mehr so verrammelt gewesen. Inaktiv. Fantastisch. Das ist zu. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Kann ich irgendwo raus? Nee, ne? Aber hier kann ich raus. Alles klar. Ladezeit. Alter, wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Halt irgendwo draußen, ist mir auch klar, aber... Okay. Ich weiß auch nicht, es sieht mir gerade irgendwie ein bisschen final aus. Soll ich da lang gehen? Nee, ne? Soll ich da rein oder was? Sieht mir offen aus, oder? Als ob ich da rein könnte. Ich geh mal runter. Hä? Was war das denn gerade? Ist es hier zu oder ist es nicht zu? Na, egal. So, kann ich jetzt da rein oder kann ich nicht da rein? Sieht nämlich einigermaßen offen aus. Ja, ist es auch offen. Das ist schön. Aber anscheinend geht's nicht weiter. Geht's nur ein Dokument? Dankeschön. Der Bräutigam. Über den Knien unter den Nabel. Auf Gluskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen, also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Ein Frauchen, upsala. Über den Knien, unter dem Nabel, mit Gluskins Tisch, mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er es brauchen, also braucht der Bräutigam sich ein Frauchen. Über den Knien, unter dem Nabel, steht immer das Gleiche? Ja, anscheinend schon. Okay. Das ist ein schönes Gedicht. Das ist sehr, sehr schön. Das ist ein sehr, sehr schönes Gedicht. Ist es jetzt klug, das jetzt vielleicht aufzumachen? Mir ist es egal. Guck. Okay. Okay, kann ich ja gar nicht weiter. Das ist auch gut zu wissen. Und dann die Typen sind wieder da. Die Penisbrüder. Zumindest konnte ich sie eben hören. Ja, wo geht's denn hier weiter? Hier? Ah, hier geht's weiter. Die da oben? Nee. Okay. Ja, okay, ich dachte, vielleicht könnte man da noch weitergehen, aber... Ne, natürlich geht man hier raus. Hm, das sieht ganz cool eigentlich hier aus. Sieht ganz gut gemacht aus. Auch wenn es ein bisschen kantig ist, aber... Hey... Unter dem ersten Blick sieht es echt aus. Also fotorealistisch, das meine ich eher damit.
war das für ein Geräusch? Oh nein, wieder die scheiß Kapelle. Waren wir da nicht schon mal drin? Oh nein. Nee, hier waren wir noch, glaube ich, noch gar nicht drin. Es gibt zwei Wege. Okay. Es gibt zwei Wege. Ich gucke gerade noch das da hinten an. Okay, kann ich auch noch später überall rein. Aber anscheinend darf ich erstmal den Strom ausmachen, weil sonst kriege ich wahrscheinlich einen Elektroschock, wenn ich hier durchgehen möchte. Würde zumindest Sinn ergeben. Was ist denn eigentlich das momentane Ziel? Momentane Ziel erreiche ich den Verwaltungsblock, um zu entkommen. Verwaltungsblock. Wo sind wir denn hier gerade? Okay, das sieht mir sogar sehr zu aus. Das kann ich aufmachen. Da gibt es aber noch was zum Lesen. Was war gerade los? Ach, da ist jemand gewesen. Ach so. Ja, da hat ein bisschen. Okay, töte uns. Töte uns, brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns, töte uns. Wenn ich eine Waffe hätte, würde ich vielleicht euch sogar den... Da unten liegt doch was, oder tue ich mich gerade? Ah, das ist ein Ass. Pick Ass. The Ace of Spades. Na gut, dann gehe ich den noch weiter. Geht die Tür auf? Nee, das war ja eben das, was verschlossen war, ne? Okay, da habe ich... Ach, da ist die Batterie, sehr schön. Kann jetzt wunderbar nachladen, ohne dass ich mir böse sein muss. Okay. Aber wo soll ich denn jetzt lang? Ich meine, hier gab es jetzt quasi nichts. Und in der Kapelle auch nicht. Also hier komme ich jetzt zumindest gar nicht rein, oder muss ich doch hier irgendwas gucken? Hier in dem Nebenraum. Nö. Das geht nicht auf. Das ist verrammelt. Okay. Dann vielleicht doch hier? Nee, anscheinend nicht. Dann frage ich mich wirklich, was ich jetzt tun soll. Es ist so ein Scheiß. Das steht alles unter Strom. Ich kann damit nichts anfangen. Okay, jetzt bin ich gerade wirklich ein bisschen verwirrt, was ich gerade tun soll. Gerade stehe ich echt auf dem Schlauch. Ich gucke mir gerade nochmal diese Ecke hier an. Ah. Hätte ich mal in die Ecke reingeguckt. Okay. Man weiß ja nie. Es gibt schon ein paar ekelhafte Leute. Nicht nur so ein paar. Ich bin aber gerade der Meinung, aber gerade zu laufen. Wo? Ich hoffe zumindest gar nicht. Das sah immer noch nicht aus. Hä? Was?
Hat das wieder angemacht, oder was? Ich guck grad nochmal nach. Fuck you! Gibt's doch nicht, hat's wieder angemacht. Irgendjemand hat's wieder angemacht. Ah! Du Arsch! Ist ja gut, ist ja gut. Ich lauf ja schon, ich lauf ja schon, ich lauf ja schon. Die Tür hätte ich zumachen sollen, ich Depp. Hier gibt's keine Tür. Okay, jetzt ganz schnell durch. Tür zu, Tür zu, Tür zu! Das war knapp. Haha. Oh. Oh! So. Wo bin ich denn jetzt gerade drin? Mach dir einfach die Tür auf. Ich dachte so, ha! Jetzt kommst du ja nicht mehr raus. Da kommst du ja nicht rein. Dann, oh. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ja, geil. Mein Lieblingsfreund ist wieder da, der Wallrider. Mach bitte die Scheißtür zu! Danke. Ich dachte für einen kurzen Moment, dass da jemand stand. Darf ich jetzt noch durchwarten? Ich hoffe mal nicht. Aber natürlich darf ich jetzt unten durchwarten. Geil, ey. Ich habe so eine kleine Vermutung. Wenn wir das versuchen, greift mir irgendjemand nach dem Bein, der sich da unten noch versteckt hat. Also, kurzer Durchlauf. Ich laufe quasi auf die schnellste Möglichkeiterweise da hoch. Okay. Mhm. Okay. Und lauf. Einfach nur laufen. Ich gehe einfach weiter. Sage Tschüss zu alledem. Wer hat das geschmissen? Wer hat den geschmissen? Vor allem, wo kam der wirklich her? Ist mir ernsthaft. Ist er von oben gesprungen? Ach, wahrscheinlich war das gerade Selbstmord. Oh, wow. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Das sieht sehr, sehr beeindruckend aus. Muss ich jetzt mal ganz, 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 ganz ehrlich sagen, du. Das sieht mal richtig schick aus. Und richtig atmosphärisch. Komm, gleich, hier muss gleich irgendwas passieren. Okay, anscheinend ist hier irgendwo der Wallrider. Ich hoffe, dass er nicht hinter mir ist. Und mich quasi verfolgt. Und der beeile ich mich jetzt einfach mal. Ja. Okay, und jetzt? Links, rechts? Links. Okay.
Sind wir ganz weit oben. Wenn wir fliegen könnten, können wir einfach abhauen. Leider ist uns dieses Vermögen nicht... okay. Hier soll ich gleich springen. Aber leider, also leider können wir aber nicht fliegen. Ich gucke gerade mal noch auf die andere Seite, was denn da noch wäre. Okay, hier geht's einfach gar nichts. Gut. Also da habe ich gleich einen sehr, sehr weiten Sprung wagen. Der wahrscheinlich nicht ohne Folgen passiert. Mal gucken. Komm hoch! Komm, du hast... Ich habe es gewusst. Und, irgendwas gebrochen? Irgendein Arm? Ist die Kamera kaputt? Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Und, Kamera ist kaputt? Nee, Kamera ist noch ganz. Ihr habt's gehört. Frauen! Frauen sind jetzt hier. Das, was ich ja schon vermutet hatte, irgendwie. Beziehungsweise, was ich mir auch quasi gewundert hatte im Hauptspiel, dass es keine Frauen gab. Obwohl es ja eine Frauenabteilung gab. Und hier sind sie anscheinend. Hier haben sie sich anscheinend versteckt. Aber ob ich... Jetzt? Hier soll ich jetzt hin? Ist mir ernsthaft. Das war gerade die ernst gemeinte Frage. Kann hier rein und dann durch runter oder was? Ah, okay. Ich glaube mal nachladen. Sind die das hier vorne? Ja, das sind die. Schon. Ja, aber die klangen mir jetzt auch nicht gerade wirklich freundlich. Diese Damen. Und lass mich raten. Denkt man sich, haha, endlich mal Frauen in diesem Spiel. Die sind wahrscheinlich hässlich wie die Nacht und wahrscheinlich auch super tödlich. Also die eine klang ja noch einigermaßen freundlich, aber die andere wollte irgendwie sagen, hier könnte unser Lämpchen zwischen unserer Klinge sein. Ja, hab ich jetzt nicht so grad Bock drauf. Lasst mich einfach in Ruhe. Lasst mich einfach in Ruhe. Ihr lieben Damen. Scheiße, ich muss eigentlich den Part beenden. Aber nicht jetzt. Das wäre ein ganz schön böser Cliffhanger. Hm. Ja, hallo du, muss nicht sein. Ich wollte eigentlich jetzt einfach hier abkauen. Ey, ich sehe ihn und ich muss jetzt drauf zulaufen. Das ist das Problem jetzt in der ganzen Sache. Scheiße, oder hängt der vielleicht sogar? Ja, der hängt. Schönes Zeichen. Notizen. Weise Männer. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate. Je mehr ich versuche rauszukommen. Tote sind keine Überraschungen mehr. Selbstmorde scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Stimmt. War es Selbstmord? Vielleicht wurde er auch gehangen. Aber sagen wir mal so. Das werden wir im nächsten Part erfahren. Ich muss mich jetzt leider von euch verabschieden.
War das dann genug? Also Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Whistleblower DLC von Outlast mit mir Level 4. Tschüss.